It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Hallo, ich bin der Helmut aus dem südlichen Niederösterreich und wünsche mir eine Frau, die zu mir hält. Wie soll Ihre Traumfrau sein? Meine Traumfrau sollte groß, schlank, vorzugsweise sehr lange Haare haben. Sie sollte halt noch eine Figur haben und nicht unförmig, also nicht zu stark übergewichtig werden, dass sie die Form verliert. Der Charakter von meiner Wunschpartnerin ist schwer zum Beschreiben. Das Aussehen zieht an und binden tut dann der Charakter. Und es dauert dann etliche Zeit oder einige Zeit, bis man den Charakter kennenlernt. Weil manche sagen nicht gleich beim ersten Date, was für Fehler das haben. Ich will mir ja auch von der Schokoladenseite sagen und nicht gleich mit den schlechten Sachen anfangen. Wie sind denn Sie charakterlich so? Ich bin ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Wenn jeder ein schwarzes Auto will, dann will ich ein rotes oder ein grünes. Man muss nicht immer dem Trend folgen und wie Schafe in eine Richtung laufen. Was sagt Ihre Lederjacke über Sie aus, Helmut? Dass ich gut geschützt bin gegen Wind und Wetter und durchaus den Widrigkeiten des Lebens wie ein Fels in der Brandung entgegenstehen kann. Lieben Sie Ihre Lederjacke? Meine Lederjacke ist das wichtigste Kleidungsstück. Das trage ich Winter und Sommer und zu allen Anlässen. Im Kopf habe ich mir den Plan gehabt, mit 50 lege ich den Berufsjugendlichen ab. Aber es ist noch nicht gelungen. Es fehlt noch die richtige Frau. Wie alt sind Sie? Etwas über 51. Not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Mein größtes Hobby ist mein Auto. Das ist ein Pontiac Firebird Cabrio. In meiner Jugend gab es die Fernsehserie Knight Rider mit dem David Hasselhoff als Hauptdarsteller. Der hat mir sehr imponiert damals. Schwarze Lederjacken und die langen Dauerwellen. Und habe mir schon als Teenager habe ich mir schon gesagt, wenn ich einmal groß bin, kaufe ich mir so ein Auto. Die Kinder auf der Straße drehen sich dann um und schreien, der Knight Rider, der Knight Rider. Aber Gott sei Dank ist mein Auto grün und ich habe keine Dauerwellen mehr. Ich habe einige schöne Beziehungen hinter mir und auch eine schreckliche. Die schönen Beziehungen sind leider im Zuge der Zeit, haben sie sich ein bisschen verloren und sind dann in Sand verlaufen. Und die schreckliche war so, dass ich meinem Widersacher begegnet bin. In Ihrer Wohnung? In der Wohnung, ja. Also ich bin in die Wohnung rein und denk mal so irgendwie so, da ist irgendwas anders und was ist denn da? Auf einmal war mein Bett besetzt. Hat Ihre Ex-Freundin nicht gewusst, dass Sie nach Haus kommen? Ich geplant war, dass ich um 8 Uhr heimkomme. Da war sie schon arbeiten gewesen. Ich bin aber um 4 Uhr von der Arbeit gekommen, weil sie sich so ergeben hat. Ui. Ui, ja, ganz schier. Das war schrecklich. Das möchte ich nicht noch mit erleben. Wie haben Sie denn reagiert? Und da habe ich gesagt, ich gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee und dann ist es fort. Wie sehr hat Ihnen das wehgetan? Sehr. Das war sehr schmerzvoll. Wie lange ist das her? Das ist jetzt schon 10 Jahre her und habe mich dann nach einer kurzen Phase wieder geöffnet und den Menschen zugewandt und bin wieder fortgegangen und habe dann wieder andere Frauen kennengelernt und habe wieder viel Freude gehabt.
Sie einsam? In manchen Momenten. Ich hätte gern jemanden an meiner Seite. Eine Frau, die auch mich gern an ihrer Seite hat. Fällt es Ihnen leicht, ich liebe dich zu sagen? Ich liebe dich zu sagen ist eine schwierige Sache. Es wird ein bisschen zu schnell ausgesprochen von dem her. Aber Sie haben schon zu Frauen gesagt. Ja, es muss die Situation stimmen und das Gefühl stimmen, dann sage ich das zu Frauen auch. It's not unusual.